Mein Name ist Tobias Stefan, auch bekannt als Xtra-Tobi. Jetzt sitze ich hier am 22. September, wenige Minuten, Stunden, eine Stunde ist jetzt her. Die Wahlergebnisse wurden gerade veröffentlicht. Unser Landesvorsitzender Patrick Schiffer schaut mich jetzt gerade dabei an. Wir haben vorhin eine fulminante Rede von dir gehört und jetzt machen wir einen Podcast, weil ich von dir einfach so dein Resümee nochmal jetzt in aller Ruhe hören möchte. Für die Nurhörer, wir sitzen gerade im Piratenbus und mit offenem Verdeck. Die Stimmung hier ist gar nicht die schlechteste, aber jetzt erzähl mal eben, wie deine Wahrnehmung ist. Ja, ich bin natürlich über die Maßen enttäuscht und auch traurig, weil wir, auch wenn wir ausgedünnt waren von unseren Ressourcen her, dass Menschen uns vielleicht nicht so unterstützt haben, wie wir uns das gewünscht haben, alles gegeben haben. Also es waren Leute dabei, die wirklich mit einer Doppelbelastung, Familie, Beruf, Kandidatur oder noch ein Amt, alles gegeben haben. Und für die Leute tut es mir jetzt besonders weh, dass die... Wir machen gerade einen Podcast. Also wir machen das einfach so, du kannst ruhig hochkommen. Jetzt bist du mit drin, aber es macht ja nichts. Wunderbar. Paki, erzähl einfach weiter. Gut, also ich sag mal so, unter politischen Aspekten und auch persönlichen Aspekten bin ich mega enttäuscht. Da ich aber aus der Aktivistenszene Bist du denn überrascht? Also ich hatte mit irgendwas über 3% gerecht, knapp über 3%. Das war auch so mein Tipp. Wo liegen wir gerade so? 2,3, 2,5? 2,3. Also wir haben unsere Stammwählerschaft, denke ich, ausgebaut, weil wir die Protestwähler komplett verloren haben. Mhm. Wir haben einen Wahlkampf aufgebaut auf unseren Kernthemen, auf den Themen, die in den letzten Bundesparteitagen programmatisch dazukamen, die uns auch alles abverlangt haben, weil wir darin eben noch nicht so geübt waren. Das heißt, wir haben uns natürlich auf den gesamten Überwachungsskandal gestürzt. Wir haben versucht, da Protestwähler zu erreichen, was uns nicht gelungen ist. Das Thema Privatsphäre, Überwachung, amerikanische Einflüsse im deutschen Gebiet ist bei den Bürgern nicht Thema Nummer 1, auch nicht Thema Nummer 2, sondern Thema Nummer 10 hinter sozialen und arbeitstechnischen Ding, das muss man ganz klar eingestehen. Also das sieht man auch an den Zugewinnen der anderen Parteien. Wir haben einen Rechtsruck in Deutschland, der mich persönlich massiv erstaunt hat. Ich habe nicht damit. Wir sprechen da jetzt von der AfD, die mit derzeit 4,8, 4,9 immer noch, es besteht jetzt ja noch die Gefahr, dass auch die Linken, die Grünen haben verloren. Das heißt eigentlich klassische Parteien, die sich für mehr soziale Integrität einsetzen, für mehr Teilhabe, für eine Ausgeglichenheit der unterschiedlichsten Lebensentwürfe, haben Stimmen verloren. Das heißt, die Menschen wollen den jetzigen Zustand einfrieren. Der Großteil der Menschen will den jetzigen Zustand einfrieren. Ja, das schockiert mich. Das ist das, was mich am meisten an dieser Wahl, an dem Wahlergebnis bisher so wie es sich abzeichnet. Ja, dem Bürger schockiert. Wird ja erzählt, euch geht's ja gut. Ne? Genau, und das glauben auch noch alle. Also das Ding ist, es gibt Umfragen, die sagen irgendwie 75% sagen, es geht ihnen gut. Und was ich aus meinem privaten Umfeld, meinem persönlichen Empfinden, wir arbeiten natürlich auch eben zum Thema Menschenrechte, zum Thema Queer. Wir haben viel mit Leuten zu tun, die gewissermaßen ausgegrenzt oder am Rande der Gesellschaft stehen, ja, auch finanziell. Mhm. Das verblendet uns ein Wissen, gewissen Maße, weil wir eben auch immer in unserer Filterblase uns befinden. Insofern erstaunt das. Aber anscheinend ist es wirklich so, dass viele Menschen sagen, nö, wieso, ist doch alles super, wie es ist und wir wollen, dass das so bleibt. Was wir nicht geschafft haben im Wahlkampf, ist eben genau diese Menschen zu erreichen, die dafür zu sensibilisieren. Jetzt müssen wir halt hingehen und uns überlegen, wie wir aus unseren Zielen, die wir haben, das so formulieren, dass Menschen das auch verstehen, denen es gut geht, dass sie kapieren, dass es auf Dauer möglicherweise zu Konsequenzen führt, die
ja, die wo es ihnen nicht mehr gut geht. So. Das haben wir nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Das haben wir bisher nicht verkaufen können. Die meisten Menschen haben gesagt, wieso? Was habt ihr denn? Was wollen denn die Piraten da überhaupt? Ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, der hat gesagt, ja, wir wissen auch schon seit Jahren, dass wir von den Amis überwacht werden. Wo ist denn das Problem? Wir wussten nicht, dass es so schlimm ist. Ich wusste das auch nicht und ich muss ehrlich sagen, dass ich total wütend darüber bin. Aber viele der Leute sagen, ja, wieso, wir posten doch sowieso alles unserer Privatsphäre auf Facebook. Was macht es denn dann aus, wenn unsere Nachrichten, was wir sonst noch so machen, dann auch überwacht wird? Das bedeutet, unsere Aufgabe ist, auch für diese netzpolitischen Themen, die unsere Kernthemen sind, ein gewisses Bewusstsein zu schaffen, um natürlich zu sagen, als Wähler, wenn ich denn verstanden habe, wie wichtig das für mich ist und dass der Satz, über den wir schon immer grinsen, ich habe ja nichts zu verbergen, ein ganz furchtbar schlimmer Satz ist, das haben wir bisher ja auch noch nicht transportieren können. Okay, jetzt sind wir natürlich, wir machen uns nichts vor, wir machen das nicht wie die Altparteien und erzählen davon, dass uns ja so und so viele Menschen das vertrauen. Nö, brauchen wir nicht schönreden. Ich habe zwar eben in meiner Rede, wo du sagst, fulminante Rede, wir haben einen eingeschworenen Haufen, der eine geile Arbeit abgeliefert hat und den will ich nicht vom Kopf stoßen und das muss ich auch gar nicht. Ich möchte genau auf die Frage hinaus. Ja. Wir haben das Erste, was wir getan haben, ist die Frage, auch so wie du jetzt sprichst, ist, man überlegt, was haben wir dann nicht optimal gemacht. Die zweite Frage ist aber, welche Außeneinflüsse haben denn da eine Rolle gespielt? Und da denke ich mal, gibt es ja verschiedene Fragen. Also ich frage jetzt, welche Rolle hat denn die AfD gespielt? Welche Rolle hat gespielt, dass ein Wähler sagt, ich möchte jetzt Protest wählen, wie auch immer? Welche Rolle hat gespielt, dass die Piraten im Vergleich zu vor einem Jahr nicht mehr hip sind? Das sind ja alles Dinge, auf die wir weder letztes Jahr noch jetzt Einfluss haben. Als wir die coole Partei waren, konnten wir nichts dafür, dass es so ist. Und wir können genauso wenig dafür, dass es jetzt nicht so ist. Also vieles hat sich ja in der Frage kanalisiert, Solidarität Europa oder nicht. Ja? Das ist ja auch das, wo die AfD gepunktet hat. Dadurch, dass wir diese Rolle der Protestpartei verlassen haben und gesagt haben, an dieser Bündelung des Problems, dieser, ich sag mal, Bild-Zeitungskampagne, die blöden Griechen und so weiter, haben wir uns da nicht beteiligt. Das hat den Leuten gezeigt, dass wir keine Protestpartei sind, ja, sondern dass wir durchaus auch vieles, was in der Europäischen Union läuft, gutheißen. Das hat uns rausgekegelt aus diesem Populistenkreis. Wir haben uns da nicht beteiligt und das finde ich auch gut so. Wir haben Rückgrat gezeigt, wir haben gezeigt, dass wir die europäische Idee an sich gut finden. Was wir aber nicht herausgestellt haben im gesamten Wahlkampf ist, dass die Art und Weise, wie die Europäische Union aufgebaut ist, wie sie entstanden ist, wie sie sich weiterentwickelt hat, eine absolute Katastrophe ist. Und das zu diesen Problemen geführt hat, ja, haben wir nicht geschafft zu kanalisieren. Wir haben den Wählern nicht klar gemacht, dass wir die Europäische Union, so wie sie jetzt ist, so nicht gutheißen, sondern wir haben immer gesagt, wir wollen die Europäische Union, wir kritisieren den ESM, ja, aber wo? Ja? Das heißt, wir hätten durchaus den gesamten Bundestagswahlkampf auf einen Europawahlkampf ausbreiten können. Das hat aber irgendwo nicht stattgefunden, weil es diesen NSA-Skandal gab, weil es eben auch andere Themen gab, wie Kernthemen, die uns davon abgelenkt haben. Natürlich haben wir auch anfangs sehr gezögert, als die AfD auf den Schirm kam, und haben gesagt, nee, wir wollen uns da nicht einreihen. Es gab auch Piraten, die gesagt haben, wir müssen genau mit auf diesen Zug aufspringen. Nur hat die AfD sich relativ recht schnell in die rechte Szene verabschiedet. Insofern war da sowieso nichts mit zu gewinnen. Also da wollten wir sowieso nichts mit zu tun haben. Da sind ja Sätze gefallen, die will ich jetzt nicht wiederholen. Ich habe ja selbst, es hat ja den Fall gegeben bei der Piratenfraktion in Werl, die Videos von Leuten aus dem Bundesvorstand der AfD öffentlich gezeigt haben, wo ich mich auch auf der Webseite halt dazu geäußert habe, dass ich das gesagt habe, tut mir leid. Also die Lösungen, die anbieten, sind mir zu simpel. Aber der Punkt ist, du erreichst halt eben viele Wähler auch damit, dass du simple Lösungen anbietest. Und so einfach haben wir es uns nicht gemacht, was ich gut finde. Nur,
Damit verlierst du halt eben die Protestwähler. Wir machen ja diese Sachen mit der Politik, machen wir ja nicht nur, weil wir in den Bundestag wollen. Genau. Sondern wir machen sie ja, weil wir von unseren Themen überzeugt sind. Das ist dieses komische Ding mit dieser Ehrlichkeit. Ne? Ja, aber was ich nicht falsch verstanden wissen möchte, ist, was ich eben in meiner Rede gesagt habe, dass wir jetzt populistische Politik machen sollten, sondern wir sollten unsere Ziele populärer machen. Ja? Also nicht dafür sorgen, dass alle sagen, oh ja, die hauen mal so richtig auf den Tisch, die lassen mal richtig Dampf ab und überhaupt die Politik macht ja nur Scheiße. Nein, ich habe in diesem Wahlkampf Politiker aus den anderen Parteien erlebt, die sehr nah am Bürger sind. Das heißt, das, was wir uns halt einbilden, was wir tun, das tun wir gar nicht. Wir haben ein Problem, dass wir nicht nah genug am Bürger sind. Wir haben zwar das Gefühl, dass es so ist, aber ich habe in diesem Wahlkampf erlebt, wie SPD-Kandidaten oder auch von den Grünen oder auch von der CDU Menschen kennen. Die sprechen die auf der Straße an, die kennen die persönlich beim Namen. Ja? Das heißt, die haben eine Verbundenheit, die sind irgendwo in Vereinen tätig, die sind in irgendwelchen Bürgerinitiativen tätig, die haben eine lange demokratische Geschichte schon hinter sich. Und das haben wir nicht. Wir sind nicht verwurzelt. Das heißt, wir müssen erstmal anfangen, uns anzugucken, was passiert da eigentlich auf lokaler Ebene. Du schlägst genau die Brücke zu meinen nächsten Fragen. Ja. Wir verdauen gerade das Wahlergebnis. Wir sind nicht begeistert. Das ist jetzt ganz klar rübergekommen. Wir überlegen, wir haben jetzt drüber nachgedacht, wo denn die Fehler der Piraten liegen. Und wir wissen auch gleich, dass wir nicht für alles verantwortlich sind. Das muss man auch sagen. Wir wissen aber auch, die Kommunalwahlen kommen auf uns zu. Und ich weiß, dass es eine ganze Menge Piraten gibt, die sich schon lange sehr, sehr, sehr dafür einsetzen und sich damit beschäftigen. Und du sagst jetzt, ja, wir müssen eben auch lokal in den Dörfern des Landes NRW und des ganzen Bundes verwurzelt sein, um eben mit den Menschen zu sprechen. Ja. Also meine Erfahrung, die ich jetzt auch auf den unterschiedlichsten Besuchen von Stammtischen gemacht habe, ist wirklich, dass wir auch viele Stammtische oder viele Kreisverbände haben, die die Bundestagswahl oder den Bundestagswahlkampf so ein bisschen abgefrühstückt haben, gesagt haben, wir freuen uns auf die Kommunalwahl, weil das für uns persönlich was ist, womit wir direkt was zu tun haben. Der ganze Bundeskram ist für uns sehr theoretisch, mit einer kleinen Fraktion von, weiß nicht, 5%, das wären vielleicht 30, 40 Abgeordnete, können wir wahrscheinlich eh nicht viel ausrichten. Lasst uns doch erstmal in die Kommunalparlamente uns verwurzeln innerhalb der Bevölkerung, dass die Leute uns persönlich kennenlernen und daraus wirken nach oben hin. Dann hätten wir natürlich auch den viel geforderten Unterbau, der uns bislang noch fehlt. Wir haben auch viele Ziele, die es sich lohnt, auf kommunaler Ebene wirklich auch mal runterzubrechen. Natürlich haben wir netzpolitisch und auch, ich sag mal, Verbraucherschutz, Drogenpolitik, Sozialpolitik, viele gute Ideen. Aber ich glaube, dass man die auch gut aufs Kommunale runterbrechen kann. Und wenn wir das hinkriegen und es schaffen, flächendeckend den einen oder anderen Piraten in die kommunalen Parlamente zu bekommen, dann kann ich mir vorstellen, dass das Wahlergebnis zur Bundestagswahl beim nächsten Mal besser aussieht. Das ist uns aber jetzt nicht gelungen, die Zeit fehlte einfach. Gut, das wissen wir jetzt, dann würde ich doch sagen, bevor wir ganz zum Schluss kommen, nutzt doch die Gelegenheit als Aufruf an die Piraten und auch Nicht-Piraten, die sich engagieren möchten, wie wir jetzt künftig dann mit den Kommunalwahlen umgehen. Ja gut, wir haben ja nicht nur den Kommunalwahlkampf, sondern noch auch den Europawahlkampf. Ja. Ich bin ja, wer mich kennt, weiß, dass ich die Zukunft in Europa sehe, auch wenn es im Moment ziemlich einseitig aussieht. Also du hast halt Deutschland, Frankreich, die sehr stark den Ton angeben, was ich für schade halte. Es gibt auf allen Ebenen in anderen europäischen Ländern ganz tolle Politiker, die leider viel zu wenig zu Wort kommen. Genauso halte ich es für wichtig, dass wir da auch gut vertreten sind, dass wir uns da gut aufstellen. Wir haben den Wahlparteitag im, ich glaube, Januar in Bochum. Ich rufe einfach die Leute, die sich jetzt schon den Arsch für die Bundestagswahl aufgerissen haben, dazu auf, sich nicht zu sehr
runterziehen zu lassen von Leuten, die jetzt anfangen, Kritik zu äußern, weil in der Regel ist es meistens so, dass die Leute kritisieren, die am wenigsten getan haben, und da muss man genau hingucken, wer Kritik äußert. Ja, das sind immer die Leute, die so aus der zweiten, dritten Reihe schießen. Lasst euch von denen nicht runterziehen. Ihr habt eine geile Arbeit abgeliefert. Der Wahlkampf hat funktioniert. Ja. Was wir beim nächsten Mal besser machen können, ist früher in die Puschen kommen, besser zu organisieren, auch mal den Mut haben, Verantwortung zu übernehmen und nicht nur Politik zu spielen, sondern eben hinzugehen und zu sagen, so, ich mache das jetzt. Dieses piratige Mandat, was ich eben angesprochen habe in meiner Rede, das halte ich für sehr wichtig. Wir haben sehr viel zögerliche Reaktionen gehabt im Wahlkampf. Es kam erst sehr langsam in Gang, obwohl wir ewig Zeit hatten. Also wir hatten ja schon im März unsere Berti. Wir hätten schon im März im Prinzip anfangen können, uns... Ne? Aber okay. Geschissen, genau. ist so gelaufen. Die Piraten kommen halt eben lange nicht in die Puschen. Ich wollte gerade sagen, das haben wir bei dem 8-Wochen-Wahlkampf letztes Jahr besser hingekriegt. Ja, ne? Wenn wir wenig Zeit haben, sind wir meistens konzentrierter und auf dem Punkt. Das hast du auch jetzt Du hast in der Rede auch, glaube ich, Piratengeschichte geschrieben, als du gesagt hast, ihr rockt Arsch. Ja. Also das war ja mal. Ja, ist so. Also die Leute, die ich im Wahlkampf erlebt habe, haben mich total beeindruckt. Das ist auch meine Wahrnehmung, ist auch, dass es im Wahlkampf so gelaufen ist, dass eigentlich nur ein recht kleiner Teil der aktiven Piraten unglaublich viel geleistet haben, obwohl die Mitgliederzahlen deutlich höher sind als 2009, war die Personaldecke genauso wie 2009. Ja, und das Ergebnis zeigt, dass wir massive Probleme haben, Leute. Also wir haben zwar viele Mitglieder, aber wir müssen irgendwie es hinkriegen, Anreize zu schaffen, die Leute zu motivieren, auch wirklich zu helfen. Weil ich habe mehrere Kreisverbände erlebt, die halt eigentlich von der Zahl her ordentlich Leute haben, aber zu wenig Aktive. So, gut, dann würde ich doch einfach sagen, Paki, ich danke dir dafür, dass du uns so einen Abriss gegeben hast, so jetzt mal eben ganz frisch. Ich glaube, wir klingen jetzt gerade auch ein bisschen traurig, aber so todtraurig sind wir jetzt auch nicht. Es wir haut werden uns jetzt nicht noch das ein oder andere also Bier genießen heute Abend. Und bevor ich jetzt auf dieses Wahlergebnis zu sprechen komme, will ich erstmal sagen, verdammter Hacke, wie geil seid ihr denn? Ihr habt mich so massiv beeindruckt.